herzlichen Glückwunsch an Ulrike Frank, die hat heute Geburtstag, an Raul Richter, der hatte gestern Geburtstag, und ein großes Happy Birthday an Wolfgang Baro, denn der feiert diese Woche 20-jähriges Jubiläum bei GZSZ. Überleg mal, schon 20 Jahre spielt er den fiesen Dr. Hans-Joachim Joe Gerner. Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir reden über die aktuelle GZSZ-Woche. Ist ja wieder einiges passiert. Ja, wir fangen auch gleich mal an. Und zwar, der Zack hat ja die Woche den Bommel mit aufgenommen als Obdachlosen bei ihm zu Hause. Das Ganze für 150 Euro für 2 Wochen. Und davon hat sich ja der Zack gleich ein neues Smartphone gekauft, was richtig aktuell ist, angesagt ist natürlich. Und natürlich, dummerweise wurde es während der Party in den Essenstopf geschmissen. Es war danach kaputt. Er konnte es nicht mehr benutzen und da ist ihm die tolle Idee gekommen, eine App herauszubringen, eine Party-App, wo immer die aktuellen Partys sind. Das wird natürlich noch spannend, ob er das schafft, ob er das rausbringt, und das wird auf jeden Fall noch, denke ich, sehr lustig. Und wie wird er sich mit Bommel verstehen? Das sehen wir alles dann nächste Woche. Jetzt habe ich wunderbar, warum meine Stimme so komisch ist. Ich bin etwas erkältet. Deswegen halten wir das Ganze heute auch etwas kürzer, damit ich mich gleich noch etwas ausruhen kann. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Taifun hat von Emily eine Abfuhr bekommen. Und damit ist definitiv klar, dass sie nichts von ihm will. Sollte er ihr jetzt sagen, hier, ich habe 5 Millionen, und dann sollte sie sagen, hier, lass uns doch probieren, und so wird es auch kommen. So wird es vermutlich kommen, sage ich mal so. Ist ganz klar, ist Emily einfach nur hinter dem Geld her. Wie gesagt, sie hätte sagen können, Mensch, Taifun, bist doch ein Lieber, lass es uns probieren, warum nicht, mein Gott. Entweder es entwickelt sich was oder nicht, aber man kann es ja wenigstens testen. Das wäre ja, wie gesagt, das mal eine Möglichkeit gewesen. Aber Emily hat natürlich gleich gesagt, nein, bin ich, hat rumgezickt auf höchstem Niveau, wie das die Frauen machen. Und ja, und Taifun ist natürlich jetzt erstmal von dann und hat sich natürlich erstmal auch darüber sehr geärgert, ganz klar, verständlich. Kommen wir nochmal zu unserem Special Geburtstagskind, und zwar ist es der Wolfgang Baro, der den Joe gerne spielt. Er hat dieses Jahr 20 Jahre GZSZ. Also er war mit fast von Anfang an dabei. Er ist erst in 1, 2, 3, 4, 5 Folgen später dazugekommen. Die erste Folge war ja mit Clemens Richter. Ich denke mal, der Name sagt euch noch was. Ja, aber Wolfgang Baro, 20 Jahre jetzt durchweg, hat natürlich wirklich fiese Sachen gemacht. Und er selber wünscht sich natürlich, dass seine Rolle wieder fieser wird. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was 2013 noch mit Joe gerne bringt. Und ich habe für euch ein paar Bilder von Joe gerne mal zusammengeschnitten. Und da könnt ihr jetzt einfach mal schauen, und viel Spaß. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Du hast viele Träume, weißt genau, wohin du willst. Immer auf der Suche, bis du deine Sehnsucht stillst. Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu. In Zeiten dein Schicksal bestimmt.